Was geht ab, Leute? Euer Fraps hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir auf jeden Fall über ein sehr wichtiges und interessantes Thema reden. Und ich denke mal, dass es auf jeden Fall jeden von euch interessieren wird. Ihr habt selber aus dem Titel oder aus dem Thumbnail gesehen. Es geht auf jeden Fall um sehr brisante und sehr heiße Sachen. Ich würde sagen, Freunde, bevor es losgeht, ganz kurz, lasst mir einen Daumen da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und es ist sehr wichtig, dass ihr euch das Video bis zum Ende anschaut und das mit euren Freunden teilt, weil, Freunde, hier sind zu wilde Informationen drin. Die Season endet in 13 Tagen und wir wissen jetzt schon, was da auf uns zukommt. Das ist nicht mehr normal, das ist heftig. Also auch eine kleine Spoiler-Gefahr, ne? Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wer sich es anschauen möchte, soll es anschauen. Ansonsten, Freunde, gerne Pause drücken und halt dann wann anders mal. Jetzt würde ich sagen, wir switchen mal ganz kurz auf meinen PC. Dort geht es dann nämlich weiter. Ich habe euch hier ein paar Sachen vorbereitet. Ihr seht, es gibt sehr viele Leaks, sehr viele interessante Sachen. Es gibt auch sehr viele Skins. Hier rechts an der Leiste könnt ihr sehen, dass wir noch da viel hoch und runter scrollen können. Aber als allererstes werden wir mal hier über die beiden Bilder reden. Tori hat das Ganze schon bereits gepostet. Und hier sehen wir das Ganze in groß. Wir sehen hier ein paar Skins. Die Brüder sind hier am Chillen auf der Wiese und hier sehen wir den Busfahrer, wie er gerade ins Nichts fliegt. Und wir wissen selber, Freunde, der Busfahrer fliegt ja immer denselben Weg oder immer wieder über die gleiche Insel. Deswegen macht es einfach keinen Sinn, warum der jetzt hier in eine andere Richtung fliegt. Und man muss natürlich dazu sagen, dass die sich hier verabschieden. Also irgendwas muss da ja auch sein, versteht ihr? Also das ist schon heftig. Und das Ding ist, die Beschreibung von diesem Bild hier ist, Last Stop, thank you Bus Driver. Sozusagen, hey, Busfahrer, danke dir auf jeden Fall für die letzte Fahrt, also beziehungsweise dein letzter Halt, danke Busfahrer. Auf jeden Fall mega nice, sozusagen halt ein kleiner Spoiler, dass eventuell eine neue Map kommt, beziehungsweise dass sogar eine neue Map kommt, würde ich sogar sagen. Es wird an der Zeit, Season X, stellt euch vor, es fängt wieder bei Season 1 an, aber nur auf einer anderen Karte. Das wäre unnormal heftig, also würde ich anders feiern und das sieht wirklich danach so aus. Und das könnte auf jeden Fall wieder Fortnite zum Leben wecken, also wenn eine neue Karte rauskommt und die Leute würden das unnormal feiern. Dann gibt es noch ein zweites Bild, das ihr hier sehen könnt. Das hat die Beschreibung Ready or Not, Welcome to Combine. Das soll wohl eine neue Stadt sein oder ein neuer Ort vielleicht. Man weiß es nicht. Also ihr müsst dazu natürlich auch noch bedenken, Freunde, dass das Woche 8 ist. Das ist Woche 9. Oder irgendwie so andersrum. Also das kommt auf jeden Fall als erstes. Also dieses Bild kommt als erstes. Danach kommt das. Und das, Freunde, ist der neue Ort von dem Video, was ich erst heute gemacht habe. Es gibt nämlich dort, wo damals das Stadion war, jetzt ein Beacon und da wird halt das hier hin teleportiert. Und dann wird das Ganze Combine heißen, sozusagen eine neue Stadt, wo aussieht wie ein Bunker. Vielleicht kann man hier reingehen und da drin ist so ein Bunker, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Viel mit Neon, weil ihr seht ja selber hier, die Skins haben viel Neon-Zeugs drauf. Und ihr seht schon selber, Ready or Not, Welcome to Combine, keine Ahnung, hört sich auf jeden Fall übertrieben heftig an. Und ich freue mich auf jeden Fall von, ich sag's euch, wie es ist. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei sehr interessante Sachen. Einmal wurde uns sozusagen bestätigt, dass eine neue Map rauskommt. Epic Games hat selber hier den Leak halt dafür rausgehauen. Natürlich muss man auch dazu sagen, Freunde, dass die Leaks halt sehr anderweitig hervorgerufen worden sind. Epic Games hat nämlich aus Versehen einen kleinen Fehler gemacht und hat das Update auf den Android-Handys bereits zur Verfügung gestellt und die Leaker sind dann hingegangen und haben das Ganze natürlich ausgenutzt. Das kann ich natürlich vollkommen verstehen. Deswegen sitzen wir hier und ich mache das Video hier für euch. Auf jeden Fall Props an die Brüder, die das Ganze hier herausgefunden haben. Feiere ich unnormal. Und hier wurde das Ganze auch nochmal hier runtergeschrieben, dass auch hier alles geleakt worden ist und so weiter und so fort. Und das sagt halt sozusagen aus, dass wir bald eine neue Map bekommen. Das ist halt natürlich heftig, ich sag's euch, wie es ist. Und so viel auf jeden Fall schon mal zu der Geschichte. Wir erwarten einfach eine neue Map. Das sieht halt einfach danach so aus. Das ist der neue Ort, der da oben kommen wird, wo das Stadion eben mal stand. Und jetzt, Freunde, werde ich euch die einzelnen Skins zeigen. Denn die Skins, die jetzt kommen werden, sehen wirklich heftig aus. Dazu fangen wir mal ganz unten an, würde ich sagen. So, Leute. Und zwar bekommen wir zum einen dieses Paket. Das ist normalerweise hier der weibliche Omega-Skin. Dann haben wir da noch diesen Sprayer, Graffiti-Künstler da. Das Ganze auch in dieser Version, also das und das. Das wird halt eine Herausforderung sein, das heißt, die Skins werden wieder reinkommen und wir können die mit der Herausforderung freischalten, aber ich denke mal, Freunde, dass das hier ein Paket sein wird, was wir uns kaufen können für 10 Euro, würde ich jetzt mal schätzen, und wir bekommen diese Skins hier mit diesen zwei unterschiedlichen Varianten, plus wir bekommen noch eine Lackierung dazu, das weiß ich, das habe ich nämlich auch noch gesehen gehabt, also die zwei bekommen wir hier und es wird halt auch noch eine Lackierung dazu geben. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant und nice aus, ich würde sagen, wir gehen mal weiter, dann haben wir natürlich nochmal diese nette Dame hier, feiere ich unnormal, Freunde, die Ramirez mit so einem komischen Helm auf und so einer Maske, sieht übertrieben heftig aus, die Tattoos sind unnormal krass, feiere ich anders. Dann haben wir nochmal hier diese Samurai-Frau, Samurai-Ninja-Frau, feiere ich übertrieben, sieht unnormal geil aus. Wir haben hier Wurfmesser, die Dame ist echt schick, hat auch hier schön die Haare gemacht bekommen, feiere ich, also sie schaut echt geil aus. Dann haben wir hier oben, Freunde,
eines meiner Favorite-Dinger. Leider sind die ganzen Sachen leicht verpixelt oder ein paar Teile fehlen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt aber trotzdem circa erkennen. Das ist auf jeden Fall hier Farbenbomber. Also ihr kennt ja die Farbenbomberin. Sie sieht ja genau so aus. Das ist halt jetzt sozusagen die männliche Version. Nur mit einem Lama-Kopf. Das finde ich übertrieben heftig. Und diese unterschiedlichen Varianten gibt es auch noch dazu. Bedenkt natürlich, Freunde, wenn ihr ein paar Kills macht oder ein, zwei Kills habt, dann leuchtet das Horn plus die Augen leuchten auch. So wie wir im Bild vorhin gesehen haben. Also hier. Seht ihr ja selber. Oder beim Dunkeln leuchtet. Das kann auch sein. Dann haben wir nochmal hier die nette Dame. Sieht übel schick aus, muss man sagen. Ist halt jetzt hier so ein bisschen neumodern. Wir haben hier ein Hoodie, was knapp ist. Dann haben wir nochmal hier so eine Snapback. Und ansonsten sieht das echt voll schick aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Also mit diesem Skin würde ich auf jeden Fall ganz ehrlich gerne spielen. Ich sag's euch, wie es ist. Das erweckt auch in mir ehrlich gesagt auch wieder den Mut im Shop, etwas zu kaufen an eurer Stelle. Ich will jetzt keine Leute jetzt hier zu zwingen, aber es sind wirklich coole Sachen mit dabei. Real Talk. Schauen wir mal weiter. Das ist natürlich die nette Dame hier aus dem Bild hier auf der linken Seite. Gibt auch unterschiedliche Versionen, auch im Dunkeln oder wenn man ein paar Kills hat, leuchtet das Ganze hier rot. Auch ganz schick hier eigentlich gemacht, also schaut unnormal cool aus. Dann haben wir nochmal hier den Farbenbomber, gemischt mit dem Teddybären. Ist halt jetzt so eine komische Version, aber ehrlich gesagt würde ich mir den auch zulegen. Vor allem den Skin gibt es mit den Spitzhacken hier. Wie ihr sehen könnt, wird auch höchstwahrscheinlich ein Paket sein, was wir uns dann im Gegenstandshop zulegen können. Auf jeden Fall echt cool, werde ich mir auch mal holen, kann man auch bestimmt ganz cool kombinieren mit den anderen Skins. Dann haben wir nochmal die Rennfahrerin als Headhunterin aber und in einer blauen Version. Übelst fresh, feiere ich, werde ich mir auch zulegen. Gehen wir mal weiter, dann haben wir nochmal das, das und das, Freunde. Und das, also sehr viele unterschiedliche Versionen. Ich weiß leider nicht, von was genau der Skin sein wird. Wird höchstwahrscheinlich auch mit irgendwas zusammenhängen. Vielleicht mit Zone Wars. Zone Wars kommen wir gleich nochmal dazu. Schaut eigentlich ganz interessant aus. Ich würde jetzt an eurer Stelle eher den Ben zulegen. Ben ist natürlich Ehrenbrüder. Oder halt den Kollegen hier, der sieht ein bisschen neu aus. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Aber echt fresche Skins. Wird höchstwahrscheinlich 800 V-Bucks kosten. Dann, Freunde, haben wir die Backpacks hier. Da gehen wir mal schnell durch. Schaut cool aus. Schaut auch echt nice aus. Das sieht übertrieben heftig aus. Da freue ich mich am meisten drauf. Dann haben wir hier sowas wie ein kleines Spielpad. Dann haben wir noch vom Zauberer die dunklen Versionen, die Rückenaccessoires. Dann haben wir jetzt von Zone War die ganzen Sachen hier dazu. Zone War Spray wird kommen. Zone War Rückenaccessoire bzw. ein Stil für das Skateboard. Und dann haben wir nochmal hier so einen Gleiter. Übertrieben fresh. Wir haben die Einhornspitzhacke in dieser übertrieben heftigen Version. Wird auch hier Neon leuchten, wie ihr auch vorhin gesehen habt. Entweder im Dunkeln oder wenn man ein paar Kills gemacht hat. Und das ist halt die böse Version hier mit einer Kettensäge. Sieht übelst fresh aus. Wir haben die Doppelspitzhacken hier nochmal vor Augen. Hier ist der Farbenbomber-Spitzhacken bzw. Lama-Einhorn-Spitzhacke. Haben wir nochmal den Teddybären. Wir haben hier dann nochmal zwei unterschiedliche Spitzhacken. Für was die sind, weiß ich nicht, aber Tomato, Burger, geile Sache. Beide hier kombiniert, schaut nice aus. Also ich sag's euch, wie es ist, Freunde, diese Skins hier sind echt cool. Ich muss wirklich dazu sagen, dass ich echt überrascht bin von Epic Games, dass sie wirklich mal so richtig wilde Skins hier reingebracht haben. Geile Sache auf jeden Fall. Meine Favorites sind auf jeden Fall einmal die nette Dame hier, die nette Dame, die sowieso und den werde ich mir auf jeden Fall zulegen und einen von den Kollegen hier und Zone Wars müsst ihr auf jeden Fall auch durchziehen, damit ihr die Sachen dann bekommt, wird auch höchstwahrscheinlich kostenlos sein, nice Sache. Mehr gibt es dann erstmal vorerst nicht dazu zu sagen. Kurz zusammengefasst, die ganzen Skins wurden geleakt von dem nächsten Update, plus die ganze Story halt, die dahinter steckt. Ihr seht selber, das ist halt der neue Ort hier. Wir können das nochmal in groß anschauen. Das ist der neue Ort, der hier hinkommen wird. Dann gibt es nochmal das, wo dem Busfahrer dann Tribut gegeben wird und sich natürlich auch von ihm verabschiedet wird. Das heißt sozusagen, Freunde, dass wir auf eine neue Karte fliegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es sein wird. Ich hoffe, dass die alte Karte komplett gelöscht wird. Das heißt, dass man nicht darauf spielen kann. Man sollte darauf nur im Kreativmodus spielen dürfen und ansonsten sollte es meiner Meinung nach gelöscht werden, beziehungsweise in richtigen Online-Lobbys soll man nicht zwei unterschiedliche Karten haben, sondern man soll eine einzige Karte haben, die dann halt wieder von komplett neu aktualisiert wird, wo neue Sachen reinkommen und wo man sich dann halt wieder ein bisschen drauf freuen kann. Ich hätte auf jeden Fall mega Bock da drauf, das seht ihr, denke ich mal, genauso wie ich. Ihr könnt natürlich wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, dass es nicht allzu viel Zukunftssachen werden. Ich hoffe, dass es irgendwie was komplett Neues ist oder etwas, was wir nicht erwarten. Es wäre auf jeden Fall echt nice, Freunde.
eure Meinungen unten in die Kommentare. Ich sage euch auf jeden Fall noch eine Sache. Die ganzen Skins und die Pakete werde ich noch in einem separaten Video euch zeigen. Es wird auf jeden Fall noch sehr viele krasse Sachen geben. Vertraut mir, das war jetzt nur der Eisberg, was ich euch hier gezeigt habe. Es wird auch noch ein Iconic-Skin kommen. Dann wird noch ein Knight-Paket kommen, so ein Ritter-Paket. Also es wird übertrieben heftig, Freunde. Vertraut mir. Also uns erwarten unnormal geile Sachen. Ich bin auch übertrieben schon gehypt auf die ganzen Sachen hier. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen sprechen. Ein bisschen dies, das, hier und da. Ananas, dies, das, bla, bla, bla. Und dann würde ich mich eigentlich jetzt hier an der Stelle verabschieden. Wünsche euch natürlich wie immer einen angenehmen Tag und würde dann sagen, Freunde, eure Meinung in den Kommentaren. Ich bin nochmal raus. Haut rein, geht mit Flow, euer Fraps und ciao.